Okay, gut. Jetzt habe ich ein Bild für euch, und zwar die diesjährige Grippewelle. Lasst uns das mal einblenden, genau. Ihr seht es jetzt hinter mir, das ist ein Screenshot, also ein abfotografiertes Bild von der Robert-Koch-Instituts-Webseite, die sich mit Influenza und Grippe und diesen Dingen beschäftigt. Das ist die diesjährige Grippewelle. Okay, weil Bilder manchmal mehr sagen als viel Text, können wir auch nach rechts schauen auf dieses Bild, das ist eine Deutschlandkarte. Und die ist tief dunkelblau, würde ich jetzt mal behaupten. Mit einigen grünen Einsprengseln. Könnt ihr das sehen? Natürlich, ihr seid ja nicht blind, ja? Okay. Also, was bedeutet das? Ihr seht hier die Legende, ihr seht normales Blau. Geringfügig erhöht ist grün. Moderat erhöht wäre, also grün-blau. Moderat erhöht wäre grün, gelb und rot. Okay. Was sehen wir auf der Karte? Wir sehen, dass die blau ist. Ich meine, du musst dir vielleicht die Augen reiben, aber so ist es. Das ist die diesjährige Grippewelle, inklusive Covid, also inklusive Coronavirus, alles. Das sind die ganzen grippalen Infekte, Schnupfen, Influenza, also die richtige Grippe und die Virusgrippe SARS-CoV-2 ist damit dabei. Ist alles zusammen. Lass es mal auf dich wirken. Ich lese da die Legende, die das Ganze erklärt, lese ich normal und geringfügig erhöht. Wir sehen hier am Bodensee unten geringfügig erhöht, wir sehen an der polnischen Grenze und hier und da Köln zum Beispiel und in Thüringen noch ein paar Flecken, die sind geringfügig, vielleicht moderat erhöht. Aber kann man hier von einer Welle reden, sag mal? Also eine Welle schaut für mich anders aus. Eine Welle ist so richtig schlimm, wäre stark erhöht oder deutlich erhöht. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt diese Karte nicht hätten, sondern nur hören würden, was die Medien uns präsentieren, dann wüssten wir das jetzt gar nicht, dass die ganze Landschaft, dass die eigentliche Grippewelle so aussieht, also tief dunkelblau. Ihr könnt es auch nochmal nachlesen, die ARE-Rate, das heißt diese grippalen Infekte, Grippe, Influenza, alle diese Lungenkrankheiten und Bronchial- und so weiter Krankheiten des Atembereichs, die liegt nun wieder im Bereich des Jahres 2020 während des Lockdowns der ersten Covid-Welle, aber noch deutlich unter den Werten der früheren Jahre um diese Zeit. Was ist letztes Jahr passiert, Ende März? Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und es hat natürlich diese Grippewelle sofort, wumms, den Chaos gemacht, ist ja logisch. Wenn du dich nicht mehr umarmen kannst und nicht mehr dir die Hand schüttelst, dann steckst du dich auch nicht mehr an. Logo. So ist die Grippewelle also zusammengebrochen. Ich finde es gut. Und dieses Jahr sieht es so aus. Ist ja auch bereits zusammengebrochen, ohne dass man da groß drüber reden muss. Das ist übrigens die 16. Woche. Bedeutet, es ist der 19. bis der 25. April diesen Jahres. Das sind die neuesten Zahlen. Okay. Lass das mal auf dich wirken. Wenn du also bisher furchtbare Angst hattest, dann lass das auf dich wirken. Jetzt versteht mich nicht falsch, wer eine ernsthafte Influenza hat, wer also ernsthaft an Grippe erkrankt ist oder wer ernsthaft an SARS-CoV-2 erkrankt ist, ja, das ist nichts zum Lachen, das ist ganz klar, um diese Leute muss man sich kümmern. Stimmen wir da überein? Logisch. Wen nervt es schon, wenn er nur einen Schnupfen hat? So logisch, ist ganz klar. Also wir sagen nicht, dass das nicht schlimm wäre oder so, das ist überhaupt nicht der Punkt, das ist nicht das Thema. Natürlich ist es schlimm, wenn es sich erwischt und es ist schlimm. Allerdings habe ich jetzt gelesen vielmehr, dass in England die Jugendlichen, also junge Leute, die lassen sich nicht impfen mit irgendeinem Impfstoff, sondern die lassen sich mit Corona infizieren. Also da ist kein Impfstoff in der Ampulle, sondern Corona. Mit dem lassen sich die impfen, die sagen, dann haben wir es hinter uns, ja? Weil das hat sowieso in den meisten Fällen keine Auswirkungen. Also moderate oder man merkt es halt nicht und das ist es dann. Ich denke mal, das ist aber mal sehr, sehr kühn, ein vollkommen anderer Zugang, ja, als wie wir das kennen. Okay, gut. Habt ihr euch satt gesehen an dieser Welle? Das ist eine super Welle. Wenn die nächstes Jahr wieder genauso ist, bin ich auch zufrieden. Und übernächstes Jahr auch und überhaupt, weil da ist nichts. Dunkelblau. Schaut, unsere Gegend, seht ihr unsere Gegend? Es heißt nicht, dass da überhaupt null, niemand krank wäre oder so. Ja? Natürlich. Gibt es das immer noch, dass sich Leute erkälten und so. Aber es ist nicht erhöht. Wenn man das jetzt nicht wüsste, wenn man das nicht gesehen hätte, müsste man denken, dass hier also die Landschaft brennt, ja, und alles ganz schlimm ist. Da müsste das rot sein oder so. Wie gesagt, wenn man diese Karte anschaut, wüsste man gar nicht, dass eine Pandemie herrscht.